Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit bat einer aus der Volksmenge Jesus: Meister, sag meinem Bruder, er soll das Erbe mit mir teilen. Der erwiderte ihn: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Schlichter bei euch gemacht? Dann sagte er zu den Leuten: Demnach hütet euch vor jeder Art von Habgier, denn der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass ein Mensch aufgrund seines großen Vermögens im Überfluss lebt. Und er erzählte ihnen folgendes Beispiel: Auf den Feldern eines reichen Mannes stand eine gute Ernte. Da überlegte er hin und her: Was soll ich tun? Ich weiß nicht, wo ich meine Ernte unterbringen soll. Schließlich sagte er: So will ich es machen. Ich werde meine Scheune abreißen und größere bauen. Dort werde ich mein ganzes Getreide und meine Vorräte unterbringen. Dann kann ich zu mir selber sagen: Nun hast du einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Ruh dich aus, iss und trink und freu dich des Lebens. Da sprach Gott zu ihm: Du Narr, noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird dann all das gehören, was du angehäuft hast? So geht es jedem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber vor Gott nicht reich ist. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sei dir. Meine Lieben, das angestammte Recht, ich habe ein Recht auf dieses und jenes, und Gott soll mir helfen, dass es auch durchgesetzt wird. Jesus hat es uns anders vorgelegt. Er hat sich kreuzigen lassen. Und es ist für uns immer der Moment, wo sich, das ist oft eine Entscheidung von Sekunden, wo wir entweder uns verkrampfen, festhalten oder loslassen. Ich habe ein Recht auf etwas und es kommt jemand, der es mir entzieht, und dann werde ich hart oder lasse es los. Und sind oft Kleinigkeiten. Das Wort, das mir entzogen wird, obwohl ich noch etwas zu sagen gehabt hätte. Die Zeit, die mir jemand nicht gibt, die mir zusteht. Wenn mir jemand nicht zuhören will, nicht verstehen will. Es beginnt bei so Kleinigkeiten. Und das Herz verhärtet sich. Und man empfindet es als Missachtung der eigenen Person. Manche ziehen sich auch innerlich zurück und resignieren. Aber was von all dem, was wir hier haben oder was wir uns erstreiten, nehmen wir mit in den Himmel? Gar nichts. Und wie unwichtig werden Dinge, wenn man einmal auf dem Krankenlager liegt und dann vor Gott steht. Wie froh wäre man gewesen, wenn man auf dieses oder jenes hätte verzichtet, es als Opfer Gott dargebracht hätte und dann Buße getan zu haben für die eigenen Sünden, Blauheiten und Verfehlungen, denen dann angerechnet werden.
nach dem irdischen Leben. Es kann leicht sein, dass man hier ein Leben führt, wo man verkannt wird, verleugnet, missachtet und von vielen in ein total unvorteilhaftes Licht gestellt wird. Aber vor Gott Großes, weil man alles Einzelne ihm dargebracht hat und sich keine Sorge gemacht hat um seinen eigenen Ruf, um seinen Vorteil, sondern einzig und allein um seine Wahrheit, der man gefolgt ist. So war es auch beim seligen Karl von Österreich. Er hat seine Hoffnung auf den Himmel gesetzt, nicht auf diese Welt und das, was er real durchbringen konnte. Vor der Welt ist er vielfach ein Gescheiterer gewesen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, im Himmel ist er der Sieger. Und auch auf Erden wird sein Segen erst und seine Zeit erst kommen. Aber ich denke, unsere Heimat muss vieles erst begreifen und so manches auf schmerzlichen Wegen, bis wir für das bereit sind oder unsere Heimat, was er uns für ein Erbe hinterlassen hat.